Sehr verehrte Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz anlässlich unseres Heimspiels gegen den FC Nördingen. Ich darf um Ruhe bitten. Danke. Das Spiel sah 745 Zuschauer, entstand 0:0. Neben den Pressevertretern darf ich ganz herzlich begrüßen zu meiner linken Gästetrainer Michael Wittmer und zu meiner rechten unseren Trainer Jens Kiefer. Ich übergebe Wort und Mikro dann direkt an den Gästecoach mit der Bitte um ein Statement zum Spiel. Ja, wir sind natürlich glücklich, dass wir hier den Punkt heute hier haben mitnehmen können. Kann vielleicht für uns in unserer Situation ein ganz, ganz wichtiger Punkt sein, um eventuell die Klasse zu halten. Ich glaube, vom Spielverlauf her muss dieses Spiel nicht unbedingt 0:0 ausgehen, weil ich glaube, es gab auf beiden Seiten zwei oder drei Latten, Pfostenschüsse auf beiden Seiten, Chancen von Homburg, zwei, drei bestimmt mehr wie wir. Aber trotzdem hat sich meine Mannschaft, man hat es heute wieder gesehen, die sich hier ganz am Limit bewegt. Für uns ist eine lange Saison. Wir haben, wie man gesehen hat, nur noch vier Spieler auf der Bank gehabt. Davon war einer bis gestern noch verletzt. Den haben wir noch mitgenommen. Und unsere Jungs, merkt man jetzt einfach, dass die Runde lang ist, weil wir auch im Pokal noch ein Endspiel haben, ähnlich wie Homburg. Aber wir haben halt das Problem, oder nicht das Problem, unsere Jungs müssen halt nach solchen Spielen als morgens dann wieder zur Arbeit und zur Schule und haben wenig Möglichkeit zu regenerieren. Und das wird sich in der Summe dann im Endeffekt Ende der Runde vor allem da niederschlagen, dass wir heute in der einen oder anderen Situation einfach gemerkt haben, dass die Spritzigkeit fehlt bei unserer Mannschaft. Da war uns Homburg überlegen, aber trotzdem, die Jungs haben sich einfach an dem Punkt festgekrallt, haben sich gewehrt, haben versucht auch nach vorne Fußball zu spielen, Konter zu setzen, da hat dann einfach auch die Genauigkeit, das Tempo vielleicht gefehlt, weil die Kraft weg war, aber trotzdem ein großes Kompliment an die Mannschaft, wie sie sich hier verkauft hat in der Situation, wo wir sind, nach dem sehr, sehr guten Spiel von Worms, das nicht belohnt wurde, als wir daheim klar die bessere Mannschaft waren und mit 2:1 verloren haben. Hoffe ich, dass dieser Punkt heute die Moral gibt für die letzten beiden Spiele, dass wir dann eventuell doch die Klasse halten können. Und heute können wir uns freuen. Es gibt keinen Grund zu feiern. Wir haben noch nichts erreicht, aber ich hoffe, dass Homburg und wir auf jeden Fall den Pokal mit nach Hause nehmen können und dass wir uns eventuell dann auch nächstes Jahr in dieser Liga wiedersehen. Wir würden uns freuen und es macht einfach Spaß, in solchen Stadien, auf solchen Plätzen und gegen solche Gegner sich zu messen, wenn es, wie gesagt, auch für uns immer nervlich, körperlich immer an die Grenze geht. Aber es macht trotzdem Spaß. Danke. Vielen Dank. Wir haben heute die erste Halbzeit, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Fußballspiel gemacht. Hatten direkt in der ersten Minute mal Glück bei einem Lattenschuss nach einem langen Ball. Aber danach sind wir richtig gut im Spiel gewesen, haben Chancen rausgespielt, hatten gute Kombinationen drin, guten Fußball gespielt, muss man sagen. Im Endeffekt haben wir es versäumt, in der ersten Halbzeit ein Tor zu machen. Sind die ersten 10, 15 Minuten in der zweiten Halbzeit auch noch ganz ordentlich im Spiel gewesen und alles andere danach war mehr oder weniger verwaltendes 0:0. Wir haben nicht mehr viel gemacht. Ich sehe es der Mannschaft heute nach, muss ich ganz ehrlich sagen, trauert so ein bisschen den Chancen nach, hatte aber im Endeffekt auch die letzten 30 Minuten nicht mehr das Gefühl, so ist es mir zumindest gegangen, dass wir noch ein Tor schießen, weil wir einfach nicht mehr druckvoll waren, nicht mehr kombiniert haben, nicht mehr Fußball gespielt haben, sondern einfach nur den Ball rechts, links geschoben haben. Mehr haben wir nicht mehr gemacht. Aber wie gesagt, ich sehe es der Mannschaft heute nach vor dem Spiel am Mittwoch. Und ich hoffe am Mittwoch, dass viele von uns unterstützen, den, glaube ich, dem im Moment wichtigsten Spiel der Saison. Das weiß die Mannschaft auch und jede Unterstützung von den Rängen, die da kommt, jede Unterstützung von den Zuschauern in jeder Minute des Spiels, muss man sagen, wird uns auch, glaube ich, gut tun, wird uns nach vorne pushen und im Endeffekt braucht man das in solch einem Spiel. Das sind vielleicht die paar Prozent, die dann auch die Mannschaft dort rausholen kann, die man braucht gegen so einen Gegner. Ich hoffe, wie gesagt, dass viele dort sind, viele uns unterstützen und fangen wir es an. Vielen Dank. Ja. Danke, Jens. Gibt es seitens der Presse Fragen an die beiden Trainer?
Herr Kiefer, die SV Elversberg, ihr Endspielgegner, hat zeitgleich zu Hause verloren. Ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen für mich? Ich glaube, das ist gar kein Zeichen. Ich glaube, genauso wenig unser Spiel heute hier wie das Spiel in Elversberg heute hat irgendeine Bedeutung für das Spiel am Mittwoch. Das ist ein Spiel, das mit Sicherheit durch Tagesform entschieden wird. Wenn wir alle Leute an Bord haben, sind wir ebenbürtig mit Elversberg. Mittlerweile nicht von Anfang an der Saison, aber mittlerweile, sage ich ganz offen, wir gehen da selbstbewusst ran. Aber diese Spiele heute haben absolut keine Bedeutung. Da wird es auf Tagesform ankommen, wird es auf Kleinigkeiten ankommen. Und im Endeffekt vielleicht sogar, wie es im Fußball manchmal auch ist, so ein bisschen Glück, das auf unserer Seite ist. Und ich glaube schon, dass wir die Möglichkeit haben, da zu gewinnen. Gut, keine weiteren Fragen, die ich sehe. Dann darf ich hier noch kurz sagen, im Bildraum und auch in der Bullpartner Lounge wurde heute Geld gesammelt für oder auf der Tribüne für das Pokalendspiel zur Unterstützung unserer Fans für das Erstellen der Choreografie. 280 Euro sind zusammengekommen dafür. Vielen Dank, der Jens hat es gerade gesagt, jede Unterstützung am Mittwoch ist wichtig. Ja, Mittwoch, 18 Uhr. Kuhmannstadion Regensiersburg, Spielfeld in Elversberg gegen den FC Homburg, Sandburg an Endspiel. Bis dahin, vielen Dank und auf Wiedersehen.